3. Januar 2024. Frohes neues Jahr, Herr Trump. Frohes neues Jahr, ganz viel Freude, Glück und natürlich Gesundheit. Das Wichtigste. Wie haben Sie denn Ihr erstes, war das Ihr erstes Silvester in der Klapse? Das war mein erstes Silvester in der Klapse, auch das erste Silvester überhaupt in einem Krankenhaus. Es war schön, also durchaus besinnlich. Ich war ganz so bei mir, gar nicht jetzt als Gruppenerlebnis, sondern war ganz bei mir in Gedanken. Hab dieses Feuerwerk genossen und ja, war schön. Also es war schön mit dem Feuerwerk. Die Leute haben auch scheinbar noch genügend Geld. Es gab recht viel Feuerwerk. Ich denke ja immer, die Leute müssen sparen und die Leute haben das Geld ein bisschen knapp. Aber es gab doch recht viel Feuerwerk. Auch im Vorfeld, den Tagen vor Silvester, gab es ganz viel Feuerwerk schon. Also scheinbar haben die Leute doch noch ein bisschen Reserven. Ja, mal sehen. Vielleicht ist es aber auch gerade so eine Dynamik, dass die Leute eigentlich schon Mangel haben und dann doch wenigstens an Silvester was zeigen wollen, dass sie da sich doch noch mal ein paar Raketen leisten können. Für die Kinder oder auch für sich und ihre Geliebten. So. Und deswegen, also kann auch sein, durchaus, dass es so eine Art noch der letzte Rest ist vom Geld, was die Leute noch so haben. Dass sie das dann eben in Silvesterböller und so stecken und in Raketen. Aber es war schön, die Raketen zu sehen, war einfach schön. Konnten Sie denn um Mitternacht rausgehen? Nein, ich durfte nicht rausgehen, weil wir haben immer so die Regel, bis 8 Uhr zurück sein vom Ausgang und dann auch rausgehen, ist eher nur noch so kurze Gänge. Also es war jetzt nicht explizit verboten, aber ich hatte auch gar nicht das Anliegen rauszugehen. Also vielleicht hätte ich sogar irgendwie einen Pfleger überzeugen können, dass ich kurz rausgehen möchte, aber ich wollte gar nicht rausgehen. Also ich habe das von drinnen angeguckt, das Feuerwerk. Und das hat mir schon Freude gemacht. Das war schon schön. Ja. Ich musste gar nicht draußen sein. Wie war so der Umgang miteinander und mit den Mitpatienten? Wie gesagt, sehr besonnen. Ich war sehr so auf mich besonnen. Ich habe so nachgedacht. Waren die anderen meditiert. Auch um Mitternacht? Manche haben sogar schon geschlafen. Also es gab viele, die gar nicht so darauf gefiebert haben, dass es jetzt Mitternacht wird. Sondern manche waren schon im Bett. Eine Freundin von mir war schon im Bett und zum Beispiel. Und es gab so Chips. Es gab ja. So Chips und so Fingerfood. Und manche waren so mit dem Fingerfood beschäftigt, andere waren schon im Bett. Also es hat sich so ein bisschen zerlaufen. Die Leute waren eher so ein bisschen besinnlicher unterwegs da bei mir in der Klinik. Mhm. Und ich eben auch. Ich war auch eher besinnlich unterwegs. Und es war schön. Es war jetzt ein ruhiger Übergang vom alten Jahr ins neue Jahr. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Jahr jetzt sehr ereignisreich wird, dass wir den Generalstreik hinbekommen, dass wir endlich auch die Politik ehrlicher machen können, dass wir also eine total ehrliche Politik bekommen, total ehrliche Medien, total ehrliche Justiz, total ehrliche Religion, dass wir endlich mal richtige Ehrlichkeit leben, dass wir natürlich auch keinen Krieg erleben, dass wir also Weltfrieden dann irgendwann mal erreichen. Ich freue mich auf das Jahr, das ist ein schönes Jahr. Und natürlich auch ganz, ganz entscheidend wünsche ich mir natürlich, dass wir es vielleicht schaffen, die Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen, dass wir das durchbekommen würden. Das wäre ja ein gutes Ziel für dieses Jahr. Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro. Das hatte ich in dem anderen Video eben nicht dazu gesagt, dass es ab 230.000 Euro Vermögen sein soll. Da hat dann einer gesagt, naja, dann müssten wir ja, wenn wir nur einfach Vermögenssteuer von 100% hätten, müssten wir ja alle Kredite aufnehmen. Das ist natürlich nicht die Idee. Die Idee ist, ab dem 10-fachen Durchschnittseinkommen, also man hat so ungefähr 2.300 Euro Durchschnittseinkommen in Deutschland. Das heißt eben dann bei dem 10-fachen Durchschnittseinkommen, also 230.000 Euro Vermögen, da soll die Schwelle sein, dass man sagt, okay, das kann man noch haben. Ab 230.000 Euro Vermögen beginnt dann eben die Steuer, die Vermögenssteuer von 100%. Dass man eben sagt, okay, ein Milliardär braucht ja die Milliarden gar nicht. Auch schon ein hundertfacher Millionär oder auch Millionäre brauchen ja dieses Geld gar nicht. Es liegt ja nur auf Konten rum oder in irgendwelchen Depots. Es bringt ja gar nichts, es wird gar nicht sinnvoll investiert. Also für die Allgemeinheit nehmen wir das weg, geben es eben denen, die es wirklich brauchen, dass es eben auch Sinn macht. Und das würde ich mir wünschen, dass wir eben in der Bevölkerung diese Einsicht erzeugen können, dass die Bevölkerung merkt, ja, okay, wir wollen die Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen, weil wir dann eben wirklich alle besser leben, dass wir auch Grundlagenforschung finanzieren können, dass wir also verstehen vielleicht, wie die Zellen funktionieren, dass wir diesen Countdown, der in den Zellen ist, dass wir den besser verstehen, dass wir vielleicht länger leben können, vielleicht auch unendlich lange leben können. Also so futuristische Ideen aus dem Transhumanismus, das wäre ja sehr interessant für uns, wenn man also die Lebensspanne von, sagen wir, 80 Jahren auf 800 Jahre erhöhen könnte. Ja. Das wäre ja interessant und dafür brauchen wir eben ein bisschen Forschungskapital und das kriegen wir eben nur zustande, wenn wir eben die Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen auch einführen. Auf jeden Fall im Sinne des Allgemeinwohls.
Sie haben ja ein Chromebook. Wie funktioniert das? Das Chromebook ist im Grunde wie ein Android-Handy. Einfach ein ganz rudimentäres Betriebssystem, ohne dass man da jetzt in dem Sinne große Programme installiert, sondern man installiert eben einfach nur so kleinere Apps. Also zum Beispiel hat man jetzt nicht Photoshop, sondern man hat eben dann kleinere eben Apps, wie auf dem Handy auch. Also man hat ja auf dem Handy eher rudimentärere Apps. Und man kann eben jetzt zum Beispiel nicht Photoshop oder größere Programme wie jetzt Office oder so von Microsoft installieren. Das heißt, man ist ein bisschen eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch kein Streaming-Programm wie OBS auf Mac. Das heißt, man ist ein bisschen eingeschränkt von der Dynamik her, dass man eben keine Programme in dem Maße installieren kann wie auf Mac oder Windows. Wo haben Sie das gekauft, das MacBook? Das habe ich jetzt bei Saturn gekauft. Aber Saturn und Mediamarkt sind ja eh die gleiche, ist der gleiche Besitzer. Beides aber MacBook. Online oder offline? Nee, offline. Ich habe es mir offline gekauft. Ich hoffe dann auf diesem Wege, dass zum Beispiel das Gerät auch jetzt nicht groß gebackdoort ist. Das Problem ist ja immer, wenn man online Sachen kauft, hat ja der Edward Snowden geleakt, dass sie oft es so machen, dass sie das Gerät abfangen auf dem Postweg und dann eine Art Trojaner auf Hardware-Ebene installieren, sodass man dann, wenn man von Amazon das Paket bekommt, schon ein total gebackdoortes Gerät hat. Deswegen gehe ich lieber immer, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, in den Laden und kaufe mir physisch ein Gerät, eben damit eben das nicht gebackdoort ist zum Beispiel. Also gerade wenn man sich eben anlegt mit dem Mafia-Inlandsgeheimdienst, da kommen die ja auf solche Ideen, dass man dann eben direkt so einen Trojaner aufs Gerät installiert bekommt, wenn man es einfach online bestellt. Ja, das sind so Methoden. Hat ja der Edward Snowden geleakt. Also das ist ja aus der Insider-Quelle hat er das ja geleakt. Gut, mache ich mir jetzt nicht zu eigen, Herr Trump, aber kommen wir nochmal zu. Ja, also zumindest die US-Dienste machen das so. Ne? Er hat es ja geleakt aus dem Genf. Unsere amerikanischen Freunde. Ich bin ja auch pro Amerika. Also ich bin ja großer Fan von McDonalds und von Fanta und so. Also ich bin ja großer Fan von den US-Amerikanern, so von der generellen Dynamik, wo ja viele sagen, oh Gott, McDonald's ist ganz schlimm oder Fanta ist ganz schlimm und so. Ich bin ja gar nicht so. Ich bin ja pro McDonald's, pro Coca-Cola, pro Fanta. Besonders Fanta mag ich eben von dieser. Pro Apple? Pro Apple natürlich, pro Apple, pro Starbucks. Internet. Pro Starbucks? Nee, ist pro Starbucks nicht. Da gibt es eine bessere Marke, Espresso House heißt das. Das ist jetzt eine neue Marke hier in Berlin. Ja. Espresso House, die haben sehr leckere Brötchen, viel leckerer als bei Starbucks. So mit so ein dunkles Brot, dunkles Brötchen quasi mit Ei. Und ganz, ganz lecker. Ja. Ist unbedingt mal aus dem Espresso raus. Da wird jetzt Herr Wolfgang Fumpfke, ein Stammzuschauer von mir, widersprechen. Ja. Der ist nämlich Starbucks-Fan. Ich finde Starbucks einfach nicht so lecker von den da angebotenen Brötchen. Und auch generell mag ich Starbucks jetzt nicht, weil es so ein bisschen eine imperialistische Brand ist. Also solche Fanta ist mehr so eine freudigere Marke, finde ich, als Starbucks ist mir zu imperialistisch irgendwie. Ich glaube, die zahlen auch nicht so gute Gehälter. Ich weiß es aber nicht genau, ob die. Also ich habe mal gehört, dass die nicht so gute Gehälter zahlen. Mutmaßlich. Jetzt weiß ich nicht so genau. Ich glaube, die sind nicht so zufrieden, die Angestellten da bei Starbucks. Mutmaßlich. Ja. Tja. Also jetzt sind wir bei der Zeitung Taz, die Tageszeitung. Wenn wir noch ein paar Schritte weitergehen. Der Verlag habe ich hier irgendwie mal gesehen. Der Verlag auf jeden Fall von Taz, die Tageszeitung. Lesen Sie denn noch, gibt es gedruckte Zeitung in der Psychiatrie? Also leider eben nicht. In der Psychiatrie hatte ich jetzt vorgeschlagen, dass man drei Zeitungen doch einfach auslegen könnte für die Patienten jeden Tag, dass man wenigstens die Schlagzeilen mitbekommt, wenn man vorbeigeht. Erstens mal den Tagesspiegel, zweitens mal die Bild-Zeitung und drittens die Financial Times für die englischsprachigen Leser. Ja. Oh, das habe ich eben vorgeschlagen. Da ist übrigens Espresso House. Ich gehe mal ganz kurz nach vorne, dann können Sie es sehen. Das ist die Marke, die mir am sympathischsten ist, Espresso House. Ja, dann würde ich zum Beispiel Flat White trinken. Also doppelt Espresso mit Milchschaum. Sehr sympathische Brand. Die ist ganz neu. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Also ich habe noch nicht recherchiert, ob die eine US-Brand ist oder eine britische Brand oder eine niederländische Brand. Also mir ist die sehr sympathisch. Espresso House, auch so von der Dynamik drinnen. Von die haben so schönes Licht auch, so ein bisschen hipstermäßig. Sehr angenehm, gefällt mir sehr gut. Wollen Sie kurz rein? Oder nö, rein kann ich, muss ich nicht unbedingt reingehen. Das ist ja dann auch immer wieder mit. Ich stelle mich mal davor, dann so, dass man das mal sieht hier so mit dem Espresso-Logo. Ich bin eben großer Fan von diesen drei genannten Zeitungen. Erstens mal der Tagesspiegel hat ja das gleiche Motto wie meine Universität: Verum cognoscere causas, das heißt, die Gründe der Dinge erkennen. Also das gleiche Motto, Tagesspiegel und London School of Economics and Political Science, LSE. Das finde ich einen guten Ansatz, dass man also guckt, die Gründe der Dinge erkennen. Warum sind eigentlich zum Beispiel alle Menschen so unzufrieden mit der Politik? Weil eben so viel Unehrlichkeit herrscht. Also die Mafia-Politiker sind eben alle unehrlich. Und das merken eben immer mehr Leute, sind immer frustrierter, immer genervter von diesen Mafia-Politikern. Und insofern denke ich, ist eben, was wir wirklich brauchen, Ehrlichkeit ist angesagt. Es gibt ja diesen Begriff postfaktisches Zeitalter jetzt mittlerweile. Und das ist ein ganz großes Problem, dass eben
Ehrlichkeit so verloren gegangen ist. Auch mit den Medien, dass die Medien so unehrlich sind, die kritischen Fragen gar nicht stellen, dass es eben so mafiös zugeht im Bereich erstens mal Politik, zweitens Medien, drittens Juristerei und viertens eben auch Religion. Der Papst ist ja eine Katastrophe. Anstatt das Vermögen zu teilen mit den Armen, rafft er nur und macht seine Kindersexpartys und Schwulenpartys und sowas. Ich habe da Stories gehört, dass die Priester da in Rom, die machen da alle Gangbang-Party. Und mutmaßlich, nee, mutmaßlich. Ist so verloren mittlerweile, die mutmaßlich, Religion. Mutmaßlich, das machen wir nicht zu eigen. Ein Riesenproblem. Naja, also es gibt diese Überlegung, dass da also wirklich totaler Sittenverfall herrscht in der katholischen Mafia, dass die also das Geld der Spender verwenden, um ihre Sexpartys da zu feiern. Mutmaßlich, das machen wir nicht so ein. Bitte Themenwechsel. Also ja, aber Themenwechsel, die Financial Times für die geschlossene Psychiatrie eben als bessere New York Times. New York Times war ja früher sehr angesehen, die haben ja auch sehr schöne Fotos und so. Dann kam der Irakkrieg, dann haben sie da unkritisch eben mitgemacht bei diesem ganzen Lügen-Narrativ-Gebäude, dass eben da der Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat und haben das eben unkritisch begleitet, eben auch ermöglicht, den ganzen Irakkrieg. Mhm. Wenn die dagegen gegangen wären und gesagt hätten, die Beweise sind viel zu schwach und so weiter, hätten die ja durchaus die intellektuelle Elite da New Yorks erreicht und so. Ne? Und da haben sie eben leider mitgemacht in diesem Lügen-Narrativ-Prozess, dass man eben erzählt hat, ja, Saddam ist so schlimm und Saddam muss unbedingt gestürzt werden und dann wieder Milliarden für die Waffenindustrie, also für die Mafia wieder. Deswegen ist die New York Times leider eben verburnt. Die ist erledigt, die kann man nicht mehr wirklich lesen, wenn man ein kritischer Geist ist. Kritischer Geist heißt, dass man nicht einfach immer alles direkt glaubt, was die Regierung sagt, sondern dass man ein bisschen da prüft und kritisch guckt und deswegen Financial Times. Weil die Financial Times wird zum Beispiel in der Europäischen Union, EU, von allen Diplomaten und allen, die da arbeiten, gelesen. Das ist also sicherlich in Europa die Zeitung für das C-Level, wie man sagt. Also Geschäftsführer, leitende Angestellte, Politiker und so weiter. Was lesen die noch? Ich denke, die lesen auch noch The Economist. Das ist ja das Rothschild und Fiat-Erben-Magazin. Das ist aber sehr unkritisch. Also ich würde The Economist nicht empfehlen, weil das in einer sehr unkritischen Sprache gehalten ist. Die Financial Times ist viel direkter. Die sagt direkt, okay, es gibt jetzt neue Waffentechnologie in China oder so. Und Politico? Politico habe ich persönlich keinen so guten Eindruck. Ich fand es eher zu uninteressant. Ja. Also zu soft gehalten. Die Financial Times ist wirklich so direkt. Die haben auf dem Cover sowas wie Cybersonic Weapon Developed by China. Also die haben so richtig krasse Nachrichten. Oder dass die saudi-arabische Prinzen Elite da, also diese Clan-Familie da, die Al-Sauds, dass die eben Amphetamine im Privatjet über den Libanon nach Syrien liefern an den islamischen Staat, IS. Das ist was ich in der Financial Times gelesen habe. Das liest man nirgendwo sonst. Also in keiner anderen Publikation findet man solche Fakten einfach mal so genannt. Das ist ja auch Public Information. Das ist also schon, denke ich, die beste Quelle, um wirklich so militärisch relevante Nachrichten zu bekommen, die Financial Times. Ja. Was macht Ihr Chefarzttermin? Ja, der hat sich nicht gemeldet, der Chefarzt. Ich denke, es ist mit Absicht. Ja. Ich denke, ich war ja zweimal da bei der Sekretärin. Ich kann auch noch mal ein drittes Mal hingehen, aber irgendwann ist ja auch lächerlich und man merkt man ja schon die Botschaft, dann checkt man schon, okay, der will nicht. Ja. Und ich habe jetzt auch den Eindruck, er will nicht. Weil es klar, er müsste ja zugeben, dass er nur aus Profitmaximierungsgründen eben die ADHS gar nicht therapiert. Ja. Und dann ist natürlich das ist ein Armutszeugnis, weil dann jeder natürlich sagen wird, naja, das ist korrupt, was Sie da machen. Wie geht es Ihrem Laden? Ich habe die Kündigung bekommen, schriftlich, per Post jetzt, über Weihnachten. Wohin? In die Klinik. Der hat mich ja besucht, der Vermieter hat mich ja besucht in der Klinik. Ja. Deswegen wusste er natürlich, an wen er es schicken muss. Das heißt, er hat jetzt also mir per Post mitgeteilt, dass ich den Laden verliere, dass ich keine 10.000 Euro eben bereitstelle, um das ganze Geschäft nochmal zu versuchen. Und insofern ist dieses Geschäft dann eben leider jetzt erstmal erledigt. Zu wann ist die Kündigung? Habe ich jetzt leider nicht parat, weiß ich jetzt gerade nicht. Irgendwann jetzt demnächst, also so in ein paar Wochen so. Das heißt, ich müsste mich jetzt auf was anderes konzentrieren, zum Beispiel eben, wie Sie gesagt haben, den Nutten-Notruf. Es ist ja noch mehr als nur der Notruf, es ist ja auch diese Verifikation der Freier. Also es ist mehr als nur der reine Nutten-Notruf, eben die Safe-Pleasure-Dynamik, dass man eben als Freier eben überprüft wird, dass man weiß, okay, wer ist der Kunde und dass man auch weiß, umgekehrt als Kunde, wer ist der Dienstleister. Meinen Sie KYC? KYC, ja, Know Your Customer, genau, das ist das, was man aus der Bankenwelt kennt, das eben auch auf Dienstleistungen übertragen, dass man eben immer weiß, okay, wenn was schief geht oder so, dann weiß ich ja am Ende, ich kann nachfragen, wer der Dienstleister war oder wer der Freier war, also der Kunde, und dann kriegt man eben eine Klärung zustande. Ja. Und wie sieht es jetzt in Ihrem Laden aus?
ja, wie sie es auch gefilmt haben. Das hat sich hier nicht geändert. Ich war seitdem, glaube ich, auch gar nicht mehr drin. Wollen wir mal kurz hingehen? Ich habe ja den Schlüssel jetzt nicht mehr. Ich komme nicht mehr rein. Das ist das Problem. Der Vermieter hat schon den Schlüssel bekommen von mir. Ich kann jetzt nicht mehr uns da das zeigen, leider. Aber wir haben es ja schon gefilmt. Also sie haben es ja ganz gut noch im letzten Moment noch mal gesehen. Hat, und so. Einer ihrer Follower geschrieben, ja, der Laden sei geräumt. Kann schon sein. Also es kann schon sein, dass er schon geräumt ist. Ich habe es ja jetzt nicht mehr gesehen, seit jetzt, also da, wo wir da waren. Aber da sind ja, was ist da mit ihren Sachen? Die haben mir geschrieben, dass sie es einlagern werden und dass ich mich melden soll bis irgendwie irgendein Datum, ich glaube Februar irgendwas. Mhm. Und dass ich es dann eben wiederkriege von ihnen, von dem Vermieter. Das hat er so gesagt, ja? Ja. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist es irgendwie mit Gerichtsvollzieher oder so. Ja. Aber scheinbar dürfen die das. Scheinbar dürfen die räumen, ohne dass ich da zugestimmt habe. Scheinbar ist es so. Ich weiß es nicht. Ich fand es ein bisschen komisch, aber es ist scheinbar so. Bei mir war es so, in der Privatwohnung musste der Gerichtsvollzieher kommen. Da war es nicht so, dass der Vermieter einfach räumen konnte. Da musste der Gerichtsvollzieher kommen. Und jetzt hier in dem Fall war es wohl so, dass es ohne Gerichtsvollzieher ging. Also auch wieder sehr unrechtsstaatlich, meiner Einschätzung nach. Dass man einfach seine Sachen weggenommen bekommt, effektiv. Weil Sie wissen von der Räumung. Ich weiß, Sie haben es mir schriftlich mitgeteilt, aber das Problem ist ja, ich kann mir ja aktuell nicht leisten, die Sachen irgendwo unterzubringen. Ja. Also ich bekomme ja kein Bürgergeld. Das heißt, ich kann mir nicht leisten, dann irgendwo einen Storage Room anzumieten oder so. Das heißt, ich müsste es dann zwischenlagern in der Klinik zum Beispiel. Ja. Tja. Die Mauerteilchen. Auch eine nie endende Supply von Mauerteilchen. Wer weiß, ob die überhaupt noch Mauerteilchen sind, ne? Vielleicht aus 30 China. 30 Jahren, ja, aber wirklich aus China, Mauerteilchen aus China. Von Great Wall of China, ja, ne? Weißt du, weil da bauen sie die Great Wall of China ab, ja, und verkaufen ja das als Berliner Mauer, ja, ne? Das sind ja auch alles Mauerteilchen hier im Hintergrund, ja, ne? Das sind, denke ich, aber Originalmauerteile, weil das sieht ja schon noch so aus, als ob die schon seit Jahrzehnten hier hängen. Oder auch mit dem Pass. Pässen ist auch so. Es hat einer irgendwo die gesamte Mauer eingelagert, ne? So ja, ein Storage. Ja. Scheinbar hat irgendjemand die Mauer eingelagert. Ne? Genau, und dann holen wir jedes Mal ein bisschen was raus. Ne? Supply. Ja, ja, Supply. Das Endless Berlin. Supply of Berlin Wall. Ja, genau. Wie finden Sie denn diesen Tannenbaum, lieber Herr Trump? Also ich meine, natürlich unsäglich, dass man nur die ukrainische Flagge aufhängt. Ich hatte es so gelöst, dass ich die ukrainische Flagge und die russische Flagge rausgehangen habe, dass man also sagt, man will Frieden. Man will Frieden zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen und nicht nur eine Flagge, weil es geht ja um den Frieden, dass die lieben Russen in Ruhe gelassen werden und dass die lieben Ukrainer in Ruhe gelassen werden. Also wir wollen ja, dass beide Seiten in Frieden leben können. Deswegen immer nur eine Flagge rauszuhängen, ist natürlich total einseitig, total unseriös, eben absolut eben wieder mafiös, dass man eben nicht sagt, wir wollen auch, dass die lieben Russen gut leben, sondern eben nur die Ukrainer immer. Und das ist natürlich Ausdruck der Mafia-Politik, dass da eben geputscht wurde in der Ukraine, dass die US-Amerikaner geputscht haben. Ja, reinsprechen von hinten, ja. Mit denen, ja. So ungefähr ihre Gedanken mal mitteilen. Ja, naja, dass die eben es wirklich, also verbrochen haben zu putschen in der Ukraine und die Medien, unsere Mafia-Medien berichten ja nicht, dass da ein Putsch stattgefunden hat, dass da also eben logischerweise die US-Mafia geputscht hat. Und natürlich ist es so, wie wenn plötzlich Russland putschen würde in Mexiko, da würde ja auch der ganze US-Mafia-Apparat sagen, ja, es geht überhaupt nicht, dass hier da in Mexiko geputscht wurde. Aber bei uns wird halt immer so suggeriert, es sei normal, dass man im Nachbarland einer Atommacht putscht. Das ist natürlich überhaupt nicht normal. Das ist also skandalös, dass man es überhaupt so krass übertrieben hat. Also jetzt die konkrete US-Mafia hat also gezeigt, dass sie überhaupt keinen Respekt mehr haben, dass sie also im Nachbarland von Russland putschen in der Ukraine. Also das ist natürlich total mafiös, total verbrecherisch. Und ich bin natürlich total dagegen. Okay, mutmaßlich geputscht. Naja, nicht mutmaßlich geputscht. Also es gibt ja, also Daniele Ganser ist ja zum Beispiel anerkannter Historiker von der St. Gallen-Universität. Ist doch keine seriöse Quelle. Na, aber der ist von der St. Gallen-Universität, das ist einer der besten, also die Kaderschmiede des Kapitals ist die St. Gallen in der Schweiz. Und ich kenne ein paar Leute von St. Gallen. Das sind also wirklich die Elite der BWL-Ausbildung.
Der ist da, also gewesen als Historiker. Der ist absolut kompetent. Wenn man dann sagt, ja, der ist nicht mehr kompetent. Geworden, nee, der ist nicht unseriös geworden. Der ist gar nicht unseriös geworden. Der sagt halt nur, dass da geputscht wurde und dass die Medien eben das gar nicht berichtet haben. Und deswegen sind es halt auch Mafia-Medien, weil mit einer ganz kleinen Anzahl an Mafia-Journalisten haben die es geschafft, die Medien gleichzuschalten. Es gibt ganz viele Medien, die kritisch über die Ukraine ganz berichten. Wenig, ganz wenig. Ich bin jetzt immer verallgemeinern. Nee, also wenn ich Fernsehen gucke, ne, Bild-TV oder sowas, oder Welt-TV, da wird immer wieder das gleiche Narrativ, das gleiche Lügen-Narrativgebäude zelebriert. Der böse Putin, der böse Aggressor. Ja, wenn in den USA, wenn in Mexiko die gleiche Dynamik passieren würde, dass Russland einen Putsch machen würde in Mexiko, ja, da wäre doch haben das schon Geschrei riesig. Ja. Da würde man sagen, wie kann er nur da putschen? Bei uns wird es mit keinem Wort erwähnt in den Mainstream-Medien. Das ist halt der Unterschied. Es gibt Mainstream-Medien, die sind komplett gleichgeschaltet. Ja, und dann gibt es eben alternative Medien. Da gibt es halt meiner. Zero Hedge und so. Oder auch wir haben schon eine Medienvielfalt. Nein, wir haben keine Medienvielfalt. Wir haben eine kleine Anzahl an Mafia-Journalisten, die immer eingeschaltet werden, sobald es um kriegerische Dynamiken geht. Also es gibt schon ein Netzwerk von, zum Beispiel, sagen wir mal, ARD berichtet doch ganz anders als ZDF. Sie können jetzt nicht ARD und ZDF ist genau gleichgeschaltet. Oder Deutschlandfunk berichtet ganz anders immer, als Deutschlandradio. Die sind immer gegen Russland. Immer gegen Wladimir Putin. Die sagen nie, oh, er kann Judo, ja, oh, er reitet auf Pferden. Oh, er ist ein krasser Leader, viel besser als Mafia Olaf. Ne? Er ist jetzt viel besser als Mafia Olaf. Journalistenkollegen eine Lanze brechen. Nein. Da ist schon ein sehr breites Meinungsspektrum. Nein, da ist gar kein Spektrum. Sie müssen einfach mal gucken, allein schon im Bundestag. Es gibt einfach linkes Politikverständnis. Linkes Politikverständnis ist eine Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen. Das ist links. Rechts ist zu sagen, ist keine Meinung. Vermögenssteuer. So, alle im Bundestag sind nach dieser Definition rechts. Alle im Bundestag. Auch Sarah Wagenknecht ist rechts, weil die ja alle keine Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen wollen. Und zwar alle durch die Bank weg. Also zeige ich Ihnen mal die Meinungsvielfalt. Die Linke, die SPD, zeige ich Ihnen mal die Meinungsvielfalt in Deutschland. Die FDP und die AfD, alle sind gegen eine Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro. Deswegen sind alle Parteien im Bundestag rechts. Und in den Medien ist es halt auch so, dass nur Mafia-Journalisten dieses Narrativ immer wieder wiederholen, dass es eben Lappalien werden da besprochen in unserer Lügenpresse. Herr Trump, es ist halt einfach eine unehrliche Presse. Eine unehrliche Presse. Es ist keine Lügenpresse, weil es geht um Narrativ, es geht um Agenda-Setting. Und beim Agenda-Setting werden immer Themen in den Vordergrund gestellt, die uns gar nicht interessieren als Bürger. So, wir wollen Frieden. Wir wollen einfach nur Frieden. Wir wollen keine Waffenlieferungen. Und das, durch dieses Agenda-Setting wird immer so getan, als ob man jetzt doch wieder Krieg haben muss. Und deswegen ist es keine Lügenpresse, es ist einfach eine unehrliche Presse. Okay. Es ist eine unehrliche Presse und das ist leider, offensichtlich faschistisch, weil man einfach eine Gewalt herrscht. Wir leben ja in einer Mafia-Diktatur. Ich sehe es ja eindeutig. Die Mafia-Diktatur heißt, dass eben eine kleine Minderheit sich bereichert. Okay. Eine kleine Minderheit Kurze bereichert Pause. Sich. Herr Trump, ja. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Medienvielfalt in diesem bunten Land. Ich Bitte. Will Sie nicht missionieren, aber schauen Sie doch mal hinter sich. Wir sind hier bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Da liest kein Mensch, sage ich Ihnen so. Hier sehen Sie eine ganz große Medienvielfalt. Schauen wir uns doch mal kurz an, was das hier ist. Das ist ja kein Medium. Das ist kein Medium. Es werden Medien angeboten. Es werden Medien angeboten. Institut, aber das liest ja keiner. Genau, aber was haben Sie hier zum Beispiel? Lesen Sie mal vor. Was spricht sie hier das an? Das Dorf, Landleben in Deutschland, gestern und heute. Das wissen Sie gar nicht. Ja. Was anderes? Vielleicht steht Protest Deutschland 1949 bis 2020. Sehen Sie schon mal Protest? Ja, schön. Ein Bilderbuch ist das. Aber es steht ja nirgendwo Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen. Steht nirgendwo. Habe ich auch noch nie irgendwo im Fernsehen gehört, ja, dass wir Sie doch ein bitte Buch mal schreiben, eine Vermögenssteuer das hier auch anbieten. Dann wird das hier auch verteilt. Wenn Sie ein Buch schreiben, wird das hier auch verteilt. Nein, das wird zensiert. Sie glauben doch nicht, dass man ernsthaft sowas öffentlich, jetzt sagen wir auf ARD und ZDF, die haben eine sehr kritische da Literatur, gesellschaftskritisch, nein, gesellschaftskritisch, für den Klimaschutz. Nein, das ist doch alles, wenn man sich anguckt. Es gibt doch gar keinen richtigen Klimaschutzprojekt. Es gibt doch keine Bemühungen von Mafia Robert, wirklich Filter zu installieren in allen deutschen Industrieanlagen. Ich habe gerade gestern auf WDR eine Doku gesehen, die ganzen Steuersätze, die Gewerbesteuersätze sind so krass niedrig. Bayer und BASF zahlen so wenig Steuern. Es ist doch so, die Unterschicht zahlt effektiv zusammen mit der Mittelschicht die ganzen Steuern. Ja. Die Oberschicht zahlt gar keine Steuern. Das ist lächerlich. Die Reichen werden komplett geschont. Die armen Menschen zahlen hier die Steuern. Das ist ein komplett Verarsche. Das ist ein Mafia-Diktatur. Wollen Sie mal reingehen? Nein, ich möchte ja nicht reingehen.
Okay, aber schauen Sie sich die Menschen hier Montagsdebatten an. Gucken Sie mal ganz kurz. Ja, Montagsdebatten. Ja, es ist doch nur Text, das ist doch keiner. Nee, Debatten, das sind Veranstaltungen. Da wird vielschichtig diskutiert. Ja, aber doch nicht in den Medien. Ich rede doch von den Medien, nicht von diesem Veranstaltungshaus. Ich rede doch von den konkreten Medien, egal ob öffentlich-rechtlich, ARD, ZDF oder privat, ProSieben, RTL. Da hört man doch nie, dass wir eine Vermögensteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen haben wollen. Das ist die Interessenslage der Menschen. Doch, da sind diese Debatten, Montagsdebatten. Da steht es aber doch nirgendwo hier, Vermögensteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen. Es gibt ja auch noch andere Themen. Nein, es gibt keine anderen Themen. Die Leute wollen gut leben. Und nur mit der Vermögensteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen kann man auch gut leben. Deswegen, wir haben schon eine gleichgeschaltete Presse, weil die alle keine Vermögensteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen anstreben. Nee, das ist ja empirisch. Das ist ja die Sachlage. Hier gibt es auch die Zeitschrift Das Parlament. Wollen Sie sich die Nein, möchte ich mir nicht holen, brauche ich nicht, das Parlament. Das Problem ist ja, dass ja nur Mafia-Leute in dem Parlament sitzen. Es sitzen bis auf Karl Lauterbach nur Mafia-Leute im Parlament. Das ist eine Mafia, die hat sich abgesprochen. Mutmaßlich. Nein, die hat sich abgesprochen. Das sind Absprachen, wie bei Cum-Ex. Bei Cum-Ex haben sich Leute abgesprochen, dass sie die Steuern zurückkriegen. Nee, das sind keine Kommunisten im Parlament. Wer ist denn Kommunist im Parlament? Keiner. Es gibt keine Kommunisten im Parlament, das ist ja der Witz. Dass wir immer sagen, wir haben so eine Meinungsvielfalt. Wir haben überhaupt gar keine Meinungsvielfalt im Parlament, weil das alles Mafiosi sind, die da im Parlament sitzen. Die haben den wunderbaren Trick, dass sie immer Immunität genießen, obwohl es alles Verbrecher sind. Die haben Mafia Olaf nicht die Immunität entzogen. Man hätte sofort Mafia Olaf die Immunität entziehen müssen. Man hätte auch der Mafia Außenministerin, Mafia Annalena, sofort die Immunität entziehen müssen, weil sie Kriegstreiberin ist. Das ist gegen unsere Interessen. Wir wollen Weltfrieden. Also wir wollen Weltfrieden und wer nicht den Weltfrieden vertritt, ist ein Mafiosi, ein Verbrecher, der damit Geld verdient. Eine Verbrecherin ist Mafia Annalena. Herr Trump, so das haben das. Wir alles schon gehabt. Mafia Annalena muss weg, sie muss vor Gericht gestellt werden, verurteilt werden für ihren Verrat an uns Menschen. Gibt es ein neues Thema, Herr Trump? Nein, es gibt nur die Vermögensteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen, weil das brauchen wir. Das ist wirklich das zentrale Thema und die Medien berichten nicht. Sie haben sich da auf was fixiert, Herr Trump. Nee, das ist das Wichtigste, was wir machen müssen. Sie haben sich da auf was fixiert? Nein, es ist einfach eine kritische Analyse geschehen, was man machen muss. Und die Vermögensteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen wird uns alle besser stellen. Dann können wir vielleicht langsam irgendwann ewig leben. Dann haben wir einen Wohlstand. Es ist einfach Wohlstand durch Vermögensteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen. Wer soll sich denn diese Videos anschauen, wenn Sie immer dasselbe sagen? Ja, alle, die frustriert sind von unseren Mafia-Politikern, von unseren Mafia-Journalisten, von den Mafia-Juristen, von diesen Mafia-Religionsheinis da. Der Papst ist ja auch eine Katastrophe. Der soll sich kümmern, er soll sein Vermögen endlich den Armen geben. Das ist eine Schande, der nennt sich Papst, aber macht nichts Moralisches. Er gibt sein Vermögen nicht den Armen wie Jesus. Er hilft nicht den Armen. Er macht immer nur schöne Sprüche. Das ist eine Katastrophe. Tja. Gibt's was Neues, Herr Trump? Gibt's was Neues? Naja, Ehrlichkeit wäre was Neues in den Medien, in der Politik, in der Juristerei und in Religion. Ehrlichkeit ist das zentrale Ding. Die Sarah Wagenknecht hat als Thema Vernunft. Wir brauchen nicht Vernunft, wir brauchen Ehrlichkeit. Diese rationalen Verbrecher sind total rational. Die überlegen sich, wie kann ich gewählt werden? Wie kann ich noch mehr Mafia-Aktivitäten machen, mich noch mehr bereichern? Wie Sarah Wagenknecht, die will sich nur wieder die Wählerstimmen schnappen. Die hat sich genau ausgerechnet, wie kriegt sie die Wahl hin? Ja, indem sie jetzt die Leute, die frustriert sind von der Politik, der Mafia-Politiker, die kriegt sie, indem sie gegen Ausländer ist. Sie kalkuliert nur, wie sie wieder gewinnt, aber sie soll Allgemeinwohl vertreten. Macht sie aber nicht. Und das ist genau das Problem. Wir brauchen nicht mehr Vernunft, weil Vernunft führt leider manchmal voll in die Irre mit dieser Frau. Sieht man es ja. Die bereichert sich oder hilft anderen, sich zu bereichern. Wir brauchen einfach mal Ehrlichkeit. Grundsätzlich mal Ehrlichkeit. Wir wollen Allgemeinwohl. Und entweder wir kriegen Allgemeinwohl oder wir müssen hier intervenieren. Deswegen, ich sage ja schon, wir brauchen das Militär, was uns hilft. Weil die Verfassung gilt ja scheinbar in der Praxis nicht. Wir haben eine schöne Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Schön. Aber in der konkreten Praxis gibt es hier Armut an jeder Ecke. Ich sehe am Potsdamer Platz, liegen die Leute da auf den Bänken. Ist eine Schande. Ist eine Schande, die Armut in Berlin. So, das heißt, wir brauchen das Militär, was für uns die Interessen vertritt. Nur, ich habe schon x-mal angerufen beim Militär in Deutschland. Die Deutschen sind einfach nicht in der Lage, das Allgemeinwohl durchzusetzen. Deswegen, ich würde auch sagen, wir müssen befreit werden von dieser Mafia-Regierung, von diesen Mafia-Journalisten, von diesen Mafia-Juristen und auch von den Mafia-Religionsheinis. Das heißt, wir brauchen das ausländische Militär. Seien es die lieben Russen, seien es die lieben Chinesen, dass die uns helfen, endlich hier die Würde des Menschen so unantastbar zu etablieren in der Praxis. Dass eben Allgemeinwohl wirklich empirisch herrscht. So, weil
offensichtlich, unsere Mafia-Politiker werden das allgemein wohl nicht einführen. Die werden nur sagen, ja, die bösen Ausländer oder der böse Putin. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur die Vermögenssteuer von 100% ab 230.000 Euro Vermögen. Dann leben wir alle gut. Dann leben Sie besser, dann lebe ich besser, dann leben wir alle besser. Dann können wir alle schön in Urlaub fahren, schön nach Tokio reisen. Das ist ja aktuell eine Scheinfreiheit, die wir hier haben. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen von Ihren Fans. Ja, bitte. Und zwar, Sie essen ja gerne Lachs-Sushi, ja? Aber was ist mit den Lachs? Ja, aktuell nicht, aber ja, eigentlich schon. Was ist mit den Happy New Year? Happy New Year, das sind die Sushi. Happy New Year. How are you? Fine. What's your name? My name is Arminder Singh. My name is Martin. Nice to meet you. Where are you from? I am from India. Did you celebrate New Year's Eve? Where did you celebrate? In Alexa and in Brandenburg Gate. Brandenburg Gate. Yeah. It was wonderful, wasn't it? Yeah, very wonderful. But we enjoyed a lot. Mm-hmm. Yeah. I saw many Indians. Yeah. Here, so many Indians. They are students there, here. Mm-hmm. And doing lots of enjoy. Mm-hmm. Lots of. Here in Germany, there are practical work is very good. Yeah. Than India. That's why I came here for practice. From where in India are you? I am from India, Kashmir. Kashmir. Yeah. Welcome to Berlin. Thank you for being here. It was wonderful to celebrate with all you people from India. I enjoyed it a lot. Thank you. It was wonderful. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Happy New Year. Thank Bye-bye. You. Haben Sie das denn gesehen auf meinen Videos, die ganzen Inder? Ich habe gesehen, dass Sie irgendwie Inder da begegnet sind, da am Brandenburger Tor und in der U-Bahn und so. Ich bin ja selbst in Indien gereist. Mir sind diese Sikhs, das sind diese Leute mit diesem Turban, die sind sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Weil die sind sehr moralisch. Sehr ich habe das in Indien gemerkt, es gibt viele grapschende indische Männer, die gehen so vorbei an jemanden auf der Straße und grapschen Frauen im Genitalbereich. Nee, habe ich erlebt. Mit meiner Ex-Freundin Emilia habe ich das erlebt. Aber nicht alle Inder sind so. Nee, viele. Sagen wir 5%. Sagen wir 5% ja, der männlichen Männer sind viele. So. Also ja, auf offener Straße werden Frauen begrapscht in Muschi und Wuste. Und richtig schlimm. Also richtig üble Grapscherei. Ich habe es also mehrfach miterlebt. Ich habe ein leichtes Trauma davon. Weil es gibt eben die Männer, die ihre Hand so nach hinten machen, wenn sie vorbeigehen. Das sind die Männer, die zeigen, dass sie eben gute Männer sind. Mhm. Und dann gibt es die anderen Männer, die ihre Hand hier so haben und dann grapschen. Ja. Und ich hatte dann schon ein leichtes Trauma, weil ich immer geguckt habe, ist es jetzt ein guter Mann, der die Hand nach hinten macht, oder ist es jetzt ein schlechter Mann, der die Hand nach unten macht? Also es ist schon leicht traumatisierend, wenn man also mehrfach erlebt, dass die eigene Freundin begrapscht wird. Es ist schon also schlimm da in Indien. Also die Vergewaltigungssituation in Indien ist bestimmt also gigantisch. Wahrscheinlich weltweit am meisten Vergewaltigungen passieren wahrscheinlich in Indien, würde ich vermuten, weil es ist schlimm. Mutmaßlich. Man wird auf offener Straße begrapscht als Frau und keiner hilft einem. Also es ist wirklich schlimm. Okay. Also was ist mit den Lachsfarmen? Da werden die Lachse zu sehr auf zu engem Raum gehalten, in den Lachsfarmen in Norwegen. Das könnte man ja ein bisschen erweitern, dass die da mehr Platz haben. Und dann kriegen die Parasiten und leiden, die Lachse. Das habe ich schon mal gehört mit den Parasiten. Ich denke, es wäre ja möglich, die einfach ein bisschen größer zu gestalten, diese Lachsbecken. Aber generell bin ich für Lachsfarmen. Also ich bin dafür, dass wir noch viel mehr Lachsfarmen machen. Aber für... Weil damit jeder Mensch soll ja potenziell Sushi, aber also Lachs-Sushi und Avocado-Sushi essen. Aber die Tierrechte, bitte. Tierrechte. Da kann man ja ein bisschen erweitern, kann man ja größer machen, die wie Lachsfarmen. Wie groß, ja. Ja, so, dass es eben der natürlichen Art entspricht, dass sie da eben schwimmen können, dass sie da eben Platz haben, dass sie sich da Wir gehen am russischen Haus vorbei. Muss es geschlossen werden, wie die Ukrainer fordern? Nein, ich bin ja absolut, also für die lieben Russen, genauso wie ich für die lieben Ukrainer bin. Ich bin nur gegen Unmenschen. Das Problem ist ja, dass in der Ukraine Mafia-Leute regieren, Unmenschen. Und ich bin natürlich gegen Unmenschen in der Ukraine, ich bin auch gegen Unmenschen in Russland. Aber man muss halt einfach sehen, wen also diese NATO-Mafia immer näher ranrückt an Russland. Natürlich sagt dann Putin irgendwann, ey, wir werden hier total bedrängt. Ist doch ganz normal, wenn jemand immer näher in meinen Nahbereich kommt, gehe ich ja auch nach hinten, gehe ich ja auch weg. Nur weggehen kann ja ein Land nicht. Also ist er nach vorne gegangen, hat einen Puffer hergerichtet. Und der Puffer ist eben die Ukraine. Ja. Das heißt, er hat sich ganz nachvollziehbar verhalten. Das ist ganz normal menschliches Verhalten, wie sich Putin verhalten hat. Und unsere Medien framen es so, als wäre es ganz unmenschlich. Ja. Ist aber ganz normal. Man muss halt einfach die Begriffe klar kriegen. Wer ist Mensch und wer ist Unmensch? Und Creepy Joe, der hat seine Tochter belästigt, der Mafia-Präsident. Hat sie in ihrem Tagebuch geschrieben. Okay. So, er ist ein Belästiger von seiner eigenen Tochter. Das heißt, er ist ein Unmensch. Das mache ich mir nicht zu eigen. Der US-Präsident ist ein Mafia-Präsident. Er hat seine eigene Tochter belästigt in der Dusche. Er ist ein Unmensch. So, Wladimir Putin hat nicht seine Töchter belästigt in der Dusche. Das weiß man nicht. Wladimir Putin ist ein Mensch
und Mafia Creepy Joe ist ein Unmensch. Das mache ich so ist nicht das. Zu, ausdrücklich nicht zu eigen. Das ist Ihre persönliche. Nein, das ist meine Einschätzung als Experte der internationalen Beziehungen. Es ist so. Nee, wenn man also seine Tochter belästigt, ist man ein Mensch oder ein Unmensch? Okay, ein Unmensch. Kommen wir zu den Fragen der Zuschauer. Ja, bitte, beantworte Fragen. Wann wird Karl Philipp Trump wieder streamen? Ja, sobald ich nicht mehr in der Psychiatrie bin, weil in der Psychiatrie ist es verboten. Das heißt, ich muss einfach gucken, dass ich da also keine Gefahr laufe, dass die mir meine Geräte wegnehmen. Ich habe jetzt einen Chromebook-Laptop. Nicht, dass die mir den wegnehmen. Ja. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen durch, dass ich eben nicht streamen kann. Und aktuell. Wie geht es Ihnen damit, nicht streamen zu dürfen? Auch eigentlich ganz gut, weil ich eben so eine ganz besinnliche Zeit habe. Ich bin da sehr so am mich besinnen, nachdenken, nachmeditieren. Für mich ist das im Grunde Erholung. Okay. Also es ist sogar ganz schön, mal nicht zu streamen. Ich bin ja auch nicht irgendwie eine Rampensau, die immer streamen muss. So ist es ja nicht. Ich genieße es auch mal nicht zu streamen. Ach, jetzt sind wir hier schon wieder an der Fliedner Klinik. Hier ist schon bald die Fliedner Klinik. Ich glaube, da hinten ist die Fliedner Klinik. Oder da drüben, ich weiß es nicht genau. So klein ist die Welt. Small world. So. Da ist Banksy, der Street Artist. Eine Werbung für Banksy. Ja. Lass es dir mal anschauen. Die finde ich ja sehr gut. Das ist wirklich ein ganz großer Künstler. Leider werden seine Kunstwerke jetzt immer abgemacht, weil die Leute versuchen ganz schnell Geld zu verdienen. Dann sägen sie schnell den Sachen ab. Ich finde ihn gut, weil der kontrovers ist. Also hier, es geht ja um Liebe wieder mal. Ne? Es geht um Liebe. Die ferngesteuerte Ratte will Liebe. Das ist natürlich ein bisschen problematisch von der Bedeutung her, weil dann würde man denken, jemand, der ferngesteuert ist, will Liebe. Er will ja jemand, der Mensch ist, Liebe. Nicht jemand, der ferngesteuert ist. Also der Ferngesteuerte will ja eben keine Liebe mehr. Ja. Deswegen in dem Fall stimme ich ihm nicht zu. Hier mit der schaukelnden Frau finde ich schon auch wieder ganz nett. So ein bisschen dieses freie Schaukeln. Das hat wieder eine gewisse Freiheitsdynamik. Also ich mag Banksy. Ich finde, es ist ein großen Street-Artist. Künstler, jetzt wie gesagt, das eine Bild war jetzt ein bisschen problematisch von der Bedeutung her, aber er malt ja oft sowas wie Herzen oder hat ja auch, glaube ich, an die Wand da beim Israel-Gaza-Konflikt hat er ja auch Sachen auf diese Wand gemalt. Ja. Also ich mag Banksy. Ich bin ein großer Künstler. Er könnte noch politischer sein, also noch marxistisch gebildeter sein, dann wäre es noch interessanter, wenn er irgendwie die Mafia noch stärker kritisieren würde, dann wäre er noch besser. Aber so ist auch okay. Ist halt ein bisschen noch zu unpolitischer. Künstler. Woher kommt das Mantra, this is how we roll? Und this es is einmal how we roll, this is how we do it, this is how we roll. Das hat sich bei mir irgendwie so ergeben mit der Zeit. Roll ist ja auch in der Szene-Sprache der Ausdruck, wenn man Ecstasy, also MDMA genommen hat, wie man sich dann da fühlt, dass man also rollt. Das heißt also auf Ecstasy ist. Ich war ja viel auf Ecstasy in meinem Leben, also 50 Mal oder so. Deswegen, das hat sich vielleicht so daher entwickelt. Ich kann es selbst nicht genau sagen, wie es genau entstanden ist. Plötzlich hatte ich halt irgendwie diese Handdynamik. Ich kam halt irgendwie so drauf vom Klatschen. Und dann habe ich ein bisschen, vielleicht habe ich es einfach so bemerkt, dass das eine ganz gute Dynamik ist für mich. Und wie gesagt, das hält motiviert, das hält wach, das hält konzentriert, das hält fokussiert. Ich mag es so als Mantra. Könntest du es nochmal machen? Ja, so. Also es ist dieses Verschränken der Finger. This is how we do it, this is how we roll. This is how we do it and this is how we roll. Das ist so, wie wir es machen und das ist so, wie wir rollen. Aber rollen eben kann sein, also das ist, wie wir Ecstasy nehmen. Also das ist, wie wir es machen, das ist, wie wir Ecstasy nehmen. Nochmal auf Englisch. This is how we do it, this is how we roll. Ich bin da also großer Fan mittlerweile von dieser Dynamik, weil mich das also tatsächlich eben motiviert hält, wach hält, eine gewisse Dynamik einfach bei mir erzeugt, dass ich ganz gut arbeiten kann auch. Und woher kommt This is Heavy? This is how we do it. Das ist die Kurzfassung von This is how we do it, this is how we roll, this is how we do it, this is heavy, this is heavy. This is how we do it. Das ist so quasi abgekürzt, this is how we do it, this is how we roll. Wie heißt die Abkürzung? This is heavy. This is heavy. Das ist so verniedlicht quasi. This is heavy. This is heavy. So Liebessprache könnte man es auch nennen. Ich bin ja großer Fan der Liebeskommunikation. Also natürlich ist Liebessex auch Teil der Liebeskommunikation, aber besonders Liebeskommunikation, so mit Sprechen und Verniedlichungsformen und so mag ich. This is how we do it, this is how we roll. In niedlich heißt halt, this is how we. This is how we, this is how we do it. Hatten Sie in Ihrem Internat Missbrauchserfahrungen? Ich war ja gar nicht auf dem Internat. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Ich war auf einer Jesuitenschule ohne Internat. Also ich war auf dem Canisius-Kolleg Berlin. Das ist eine Jesuitenschule eben in Berlin. Ohne Internat. Und das hatten wir schon ausführlich. Deswegen, also es gibt da nur das St. Blasien, das Kolleg St. Blasien, das ist ein Internat.
Und da gibt es noch einen Jesuitenkolleg, auch ein Internat. Aber ich bin eben auf eine Schule gegangen von den Jesuiten, was kein Internat war. Da gab es in meiner Zeit keinen Missbrauch. Es gab mal so einen Skandal, dass da ein Religionslehrer meinen Schüler irgendwie ein bisschen belästigt hat, aber das gab es eigentlich nicht, so wie es früher war. Früher gab es ja richtig sadomasochistische Quälungen, dass die Kinder also gewürgt wurden, stranguliert wurden und richtig missbraucht wurden, also vergewaltigt wurden, auch geschlagen wurden, soweit ich weiß. Also die katholische Mafia ist eben auch eine wirkliche also Kindervergewaltigungsinstitution. Mutmaßlich, das hatten wir alles schon. Ja, machen wir nicht zu eigen. Was ist mit den Body Implants? Haben Sie Body Implants? Ich habe Body Implants, ja. Wie viele und welche und wann? Naja, ich hatte mich verletzt beim Liebessex, und zwar in der Reiterstellung. Und dann musste ich eben also jahrelang immer wieder Operationen über mich ergehen lassen im urologischen Bereich, eben an diesem Penishalteband. Und da habe ich jetzt so ein Penis-Body-Implant an der Seite so dran irgendwie. Also das ist so, ja, ein Penis-Body-Implant zum Beispiel. Also ich habe keine Ahnung, was ist ein Penis-Body-Implant? Das ist so da drinnen im Penis, also der Penis ist ja noch dran, aber der ist eben drinnen ein Penis-Body-Implant, wo man also zum Beispiel dieses Halteband eben justieren kann. Also ich meine, es ist jetzt natürlich schwer, das zu zeigen. Das kann ich jetzt nicht zeigen, ja. Ich kann mir wirklich nichts darunter vorstellen. Es ist einfach eine Hilfe, um Erektionen zu bekommen, auf Deutsch gesagt. Einfach so. Und darf ich fragen, wie das genau passiert ist? Oder war das jetzt? Das war in der Reiter, habe ich ja schon gesagt, war in der Reiterstellung. Da war also Emilia, meine Ex-Freundin, mit der ich 5 Jahre lang zusammen war, war in der Reiterstellung und hat sich zu weit nach hinten gedehnt. Also hat sich so richtig noch weggedehnt. Ziemlich unerwartet schnell auch für mich. Und ich habe dann in dem Moment angespannt und dann macht es eben so. Ist das gebrochen? Nee, da ist das Band gerissen. Der Penis ist nicht gebrochen, sondern das Halteband ist gerissen. Und dann macht es eben sowieso bei so einem Schnalzen. Und dann war eben dieses Halteband gerissen. Und ich dachte damals, ich gehe einfach kurz zum Arzt und der näht es mir wieder zusammen. Aber daraus sind dann 14 Jahre Odyssee geworden. Was war das Halteband? Das Halteband zieht den Penis so nach oben. Und wenn das gerissen ist, kriegt man halt keine richtig vollwertige Erektion mehr, sondern noch so eine halbe Erektion. War das jetzt geheilt? Und das ist jetzt so ungefähr im Heilzustand. Aber es war dann schwierig für eine Zeit. Es war 14 Jahre lang schwierig, ja. Aber jetzt ist es besser. Ja. Ich habe da 6 Operationen also gemacht. 5 in London und eine hier in Berlin. Also es war eine längere Odyssee, wo ich dann auch zwischenzeitlich gedacht habe, es wird nie wieder besser. Weshalb waren Sie in Wien? Und warum haben Sie Wien wieder verlassen? War ich einfach mal aus Interesse. Wien ist ja eigentlich so ein ganz nettes, schönes Städtchen. Ich mag so diese Wiener Schmäh, diese Sprache der Wiener, die ist so ganz, ganz intellektuell interessant irgendwie. Und da war ich jetzt also vor kurzem, ich glaube vor so, jetzt, das muss so im, sagen wir mal, im April gewesen sein, letzten Jahres. Und da bin ich dann schnell wieder geflüchtet, weil Leute an meine Hoteltür geklopft haben, obwohl ich nicht gesagt hatte, in welchem Hotel ich bin und in welchem Zimmer. Das heißt, das war eindeutig eine Geheimdienstgeschichte, dass jemand wusste, in welchem Hotel ich bin und in welchem Zimmer. Da habe ich mich dann schon so bedroht gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, ich reise wieder ab. War das in Zürich auch so? Nein, in Zürich war es nicht so. Da, am Ende dann gab es da auch so leichte Vorkommnisse. Aber in Zürich ist es schon viel sicherer als in Wien. Also Zürich ist ja auch also eine Geheimdienststadt und so. Also. Hatten Sie dann einen Store in Wien? In Wien hatte ich einen Store angemietet, ich konnte ihn mir dann aber ja nicht mehr leisten. Das heißt, ich konnte ihn nicht eröffnen. Das ist ein ganz süßer Hund. Darf ich den Hund mal filmen? Ist das möglich? Sie hört dich nicht, sie hat Kopfhörer. Can I make a recording of the dog? I love it so much. Yeah, it's a beautiful dog. Really, really it's a beautiful dog. Hello. Hello. How are you? It's a wide angle, that's why I have to come close. What type of dog is it? It's a multiple. Multiple? Yeah. Multiple. Yeah. And where are you from? Ukraine. Welcome to Germany. And I wish you peace and freedom for Ukraine. Yeah? Thank you so much. All the best for you. Yeah? Thank you. Bye-bye. All the best. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Die Ukrainer kommen mit ihren Haustieren. Das habe ich schon am Bahn. Das war bestimmt eine Elite-Angehörige. Jetzt sind wir ja hier bei Mafia Annalena. Die hat übrigens richtig verloren in der Sympathie der Deutschen. Also
Auf der Annalena hat es verloren. Ich habe es gelesen in der Bild-Zeitung. Ich finde Annalena sympathisch. Da ist auf der Berliner Dom sehr schön hier. Das wollen wir mal zum Dom gehen? Könnten wir auch zum Dom gehen. Aber ich finde Annalena so sympathisch. Nein, das sind Diplomaten, die den Weltfrieden retten. Die haben ja alle Immunität, das sind alles Mafiosi da. Nein, das sind hoch ausgebildete Diplomaten, die den Weltfrieden retten. Und die machen hier den Weltkrieg klar. Aber nein, den Weltfrieden. Wir müssen dagegen gehen. Nein, sie haben noch Waffen geliefert für 2 Milliarden Euro. Was ihr meinte. Nein, das ist jetzt absurd, was Sie sagen. Nee, sie hat für 2 Milliarden Euro Waffen geliefert. Was ist daran absurd? Das ist gar nicht absurd. Herr Trump, Sie sind wahnsinnig. Nein, ich bin gar nicht wahnsinnig. Ein Verbrecher ist wahnsinnig. Ich bin gar nicht wahnsinnig. Ich möchte nur in Frieden leben. Ich bin ein ganz normaler Bürger, der einfach in Frieden leben möchte. So wie alle Menschen. Alle Menschen wollen einfach nur in Frieden leben. Keiner will Krieg, weil Krieg ist scheiße. Krieg ist scheiße, da wird man amputiert, da stirbt man. Da passieren die übelsten Massaker. Ich will einfach nur in Frieden leben. Ja, aber dafür ist doch das Auswärtige Amt nicht verantwortlich. Ja doch, die haben doch 2 Milliarden Euro in Waffen investiert. Unser Geld haben sie in Waffen investiert. Da haben sie der Waffenindustrie wieder Geld gegeben. Die Waffenindustrie ist die Mafia. Wir wollen keine Waffenindustrie mehr. Das ist eine ganz skandalöse Dynamik, dass da 2 Milliarden Euro der deutschen Waffenindustrie gegeben wurde. Das Auswärtige Amt macht Diplomatie. Ja, sie hätten auch Frieden. Auf dem Wahlplakat von Mafia Annalena stand keine Waffen in Kriegsgebiete. Was hat sie gemacht? Direkt Waffen in Kriegsgebiete. Das nennt man Volksverrat. Das nennt man Betrug. Eigentlich müsste die Staatsanwaltschaft sie sofort festnehmen wegen Betrug. Nein, nein. Wir haben einen Vertrag mit ihr gehabt, auf dem Wahlplakat stand keine Waffen in Kriegsgebieten. Sie hat direkt den Vertrag gebrochen. Es ist Vertragsbruch. Sie hält sich nicht an Verträge. Sie ist eine Betrügerin. Das Thema hatten wir schon. Annalena ist eine Mafia-Betrügerin. Sie ist umgehend festzunehmen. Ihre Immunität muss aufgehoben werden, weil sie uns betrügt. Nein, das stimmt doch alles nicht. Was stimmt denn daran nicht? Machen Sie mal ein Argument, bitte. Sie ist sehr sympathisch. Sie ist null sympathisch, weil sie eine unterdrückt existierende Homosexuelle ist, die uns die ganze Zeit betrügt. Das hatten wir alles schon, das sind Unterstellungen. Nein, das sind keine Unterstellungen, das sagt der Stanford-Algorithmus, der 100% super ist. Das ist übergriffig, wenn Sie sich in die... Das ist nicht übergriffig, das ist eine realistische Einschätzung Ihrer Sexualität. Na, sie ist ein selbstbestimmter Mensch und sie darf ihre Sexualität. Ja, sie darf aber nicht lügen, das nennt man Betrug. Wenn man lügt, ist man eine Betrügerin. Das geht mich sehr wohl was an, wenn ich betrogen werde. Doch, ich will nicht betrogen werden. Das ist ihr Privatleben. Sie wollen nicht betrogen werden, wir wollen alle nicht betrogen werden. Mafia Annalena ist eine Betrügerin. Na, mutmaßlich. Nein, auf ihrem Wahlplakat stand A. Sie hat das Gegenteil gemacht, sie ist eine Betrügerin. Okay, machen wir weiter mit den Leserfragen. Ja, bitte. Kann es sein, dass Sie das Menschen, was bei Ihnen bestellt haben und die Menschen das nicht bekommen haben? Ja, weil der Diebstahl von Mafia Farid passiert ist, da hat mich ein Agent vom Mafia Inlandsgeheimdienst sabotiert. Logischerweise hätte ich diesen Prozess gegen ihn gewinnen müssen, weil er plötzlich von einem Hilfsarbeiter zu Geld gekommen ist, ich Geld hatte und plötzlich kein Geld mehr hatte. Es war ein Sachverhalt, den man innerhalb eines Werktages hätte klären können. Die Mafia-Justiz ist so mafiös, dass man überhaupt kein Recht mehr bekommt in Mafia-Deutschland. Es ist eine Schande, in Mafia-Deutschland zu leben. Berlin ist die einzige Hochburg der Ehrlichkeit. Alles andere ist unehrlich, ganz, ganz versumpft, mafiös, vom Mafia-Inlandsgeheimdienst versumpft. Das ist eine Schande. Aber wie konnten Sie es rechtfertigen, die Mafia. Geld, so viel Geld auszugeben, Community-Frage, für Hotel, Sushi? Ja, weil ich das gemusst habe, weil ich meine Wohnung ja verloren habe durch die Mafia-Juristerei. Und dann müssten Sie, wie hieß dieses Hotel? SO-Berlin, das Stüt. Ja, ich bin ja auch Kind der oberen Mittelschicht. Logischerweise war ich zweifacher Umsatzmillionär. Logischerweise bin ich einiges wert. Ne? Ja. So, ich darf das schon machen, wenn es mein Geld ist. Ne? Aber war das Ihr Geld? Ja, mein Geld, natürlich. Ich habe es verdient. Weil es gibt die Überlegung, ob Sie anstatt Ware zu liefern dann in dieses SO gegangen sind. Ja, richtig, bin ich ja auch. Ich konnte ja nicht liefern, weil Mafia Farid mich ja beklaut hat vom Mafia-Inlandsgeheimdienst. So einfach ist es ja. Die Juristerei ist die Mafia. Da wird man 6 Jahre lang ausgebildet im Jurastudium, wie man mafiös ist. Das ist ein ganz mafiöses Studium. Das muss man abschaffen, Juristerei. Jeder weiß doch, was gerecht ist. Okay, also ich will mal kurz die Inder, ganz kurz. Ja, bitte, sprechen Sie den an. Hi. Happy New Year! Happy New Year! How are you? Happy New Year! Happy New Year! It was wonderful, the Happy New Year, the New Year's Eve celebration, dancing and celebrating. Have you been here? No. But was celebrating and... So you haven't been here on New Year's Eve? No. No, but it was wonderful. Okay, thank you so much. Where are you from? We're from Chemnitz. Saxon. Chemnitz. I know Chemnitz. Yeah. It's a beautiful city. It's cultural, European cultural city. Have you heard about it? Yeah. The cultural capital of Europe. Yeah. For studying?
Ja, Ausbildung. Ausbildung. And originally? From India. 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 But I saw many Indian people on New Year's Eve in Berlin. So are there now many Indians in Germany? Yeah, of course, many. Many Indians. Okay. Thank you so much. Have a nice day and happy New Year. Thank you. Bye bye. Bye bye. What are you studying? Nursing. Nursing. Okay. I wish you a lot of success with nursing. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ja, auch von Indien, auch aus Indien. Auch aus Indien. Ja, also ich, alle Menschen sind willkommen bei uns. Absolut, absolut. Ich liebe Indien. Nur die Unmenschen müssen wir leider bestrafen. Ich liebe Indien. Mit einem Militärgericht. Da müssen wir einfach sagen, die Justiz ist so mafiös, wir können uns nicht mehr verlassen auf die mafiöse Justiz. Es ist die Mafia-Justiz. Wir brauchen ein Militärgericht, wo einfach international wirklich einfach geguckt wird, wer ist ein Unmensch. Und alle Unmenschen müssen eben mit maximaler Härte bestraft werden. Also ich bin für Kastration. Amputation, richtig der Arme, der Beine. Das ist ja auch halt für richtig harte das ist ja, Strafen. Das, für ist, jetzt, das ist jetzt wirklich harte Strafen. Das ist jetzt wirklich abartig. Das ist jetzt nein, wirklich das ist abartig. Einfach verhältnismäßige das ist so Gewaltstrafen für Gewalttäter. Also das mache ich mir ausdrücklich nicht zu eigen. Das ist so das ist abartig. Gerecht, das ist gerecht. Ich wusste echt nicht, dass sie ja so nicht. Übel Gefängnis drauf sind. Ja halt nicht. Sie sind doch, ja so übel drauf. Das ist ja ekelhaft, nein, ekelhaft, das unmenschlich. Das verstößt gegen jede Menschenrechtskonvention. Die Mafia-Fax erzählen immer was von Menschenrechten, aber halten sich an gar nichts. Sie sollten den Menschen geben, was die Menschen brauchen. Das tut Mafia Annalena nicht. Mafia Annalena ist ein Unmensch, der mit maximaler Härte zu bestrafen ist. So sehe ich das. Das ist absolutes No-Go, was Sie hier sagen. Absolutes No-Go. Das ist das einzig Richtige, wie man mit Mafia-Fax umgeht. Man kastriert Mafia-Fax, weil es Verbrecher sind, die andere kastriert haben. So läuft das in der Mafia-Welt. Also kastrieren wir mal alle Mafia-Fax, weil es Verbrecher sind. Das ist Hebel. Das ist Hebel. So ist das. Herr Trump, ich bin schockiert. Ja. Schockiert. Also so habe ich Sie überhaupt noch nicht kennengelernt. Ja. Ich bin schockiert. Ich bin halt entschieden gegen Mafia-Fax. Mafia-Fax sind absoluter Abschaum. Die müssen mit maximaler Härte bestraft werden. So ist das. Mir ist jetzt eigentlich schon fast die Lust vergangen, mit Ihnen zu sprechen, Herr Trump. Tja. Ja? Tja. Also sind wir an so einem schönen Ort und Sie haben so abartige Gedanken. Ja, hier sind ja die geschlachteten Kinderstatuen ausgestellt im Berliner Dom, wo die Mafia die ganze Zeit Kinder schlachtet wahrscheinlich. Das ist ja jetzt nun ein absolut ja, hirnrissiges... Schauen Sie mal die Statuen an, von Gesicht ausgeschnitten. Ja, aber hier werden keine von Kinder Kindern geschlachtet. Mit amputierten hier Armen, das ist also... Ja, was macht denn die katholische Mafia außer Kinder vergewaltigen? Fake News, entschiedene Sie gibt das Geld nicht den Armen, Fake sie vergewaltigt Kinder. Auch sie erzählt uns Lügen, macht Schutzgelderpressung. Die katholische Mafia ist eine Schande. Jetzt hatten wir alles schon. Die katholische Mafia ist eine Schutzgelderpressungsmafia. Die erzählen uns sie Lügen. Sie erzählen hier Schwachsinn. Nein, ich erzähle überhaupt keinen Schwachsinn. Erklären Sie mal kurz, warum ich Schwachsinn erzähle. Wir leben im 21. Jahrhundert, es gibt keine herumfliegenden Erschaffer des Universums. So. Wieso erzähle ich denn Unsinn, bitte? Können Sie mal bitte erklären, warum ich denn bitte Unsinn erzähle, bitte? Ganz kurz, machen wir weiter. Stell ich mich doch mal hier vor den Berliner Dom und Sie erzählen mir, warum ich Unsinn erzähle. Bin ich ja mal gespannt. Sie verallgemeinern. Also gibt es umherschwirrende Götter? Gibt es umherschwirrende Götter, ja oder nein? Ich sage nein, was sagen Sie? Gibt es umherschwirrende Götter? Ich habe noch keinen gesehen. Haben Sie schon mal einen umherschwirrenden Gott gesehen? Ich nicht. Also es gibt keine umherschwirrenden Götter. So. Gibt es massiven Kindesmissbrauch, Kindervergewaltigungen in der katholischen Mafia? Ja, 5% der Priester in Deutschland sind bekanntermaßen Päderasten. Bekanntermaßen, also, laut der MHG-Studie. Laut der MHG-Studie sind 5% der Priester Kinderschänder. 5%, so, das ist institutioneller Missbrauch. Das ist eine Institution von Kinderfickern. So, das nennt man einfach Mafia, auf Deutsch gesagt. Das ist die Mafia. So, ist das so oder ist das nicht so? Ich sage, es ist so. Jetzt bin ich ja mal gespannt, Herr Lejeune. Was muss man machen? Ja, man muss die Gelder der katholischen Mafia den Armen geben, weil das ist ja das, was sie selber die ganze Zeit behaupten. Die katholische Mafia behauptet ja die ganze Zeit, sie wären wie Jesus. Aber diese Null wie Jesus, die vergewaltigen Kinder. Jesus hat doch keine Kinder vergewaltigt. Das ist eine Schande der Papst, das ist eine Schande, die ganze Kurie, die ganzen Bischöfe, die ganzen Kardinäle, es sind Kinderschänder, sie haben das institutionell gewusst, institutionell gedeckt, institutionell ermöglicht, das sind Päderasten, es ist eine Kinderfickervereinigung, die Mafia, und sie muss kastriert werden, diese Mafia. Wir müssen diese ganzen Mafia-Fax mit maximaler Härte bestrafen, weil das ist gerecht, das ist richtig, das wollen wir, das ist gut, das brauchen wir. Bäm. So muss was sein, das ist richtige Justiz. Was wir haben, ist eine Mafia-Justiz, wo die ganzen Mafia-Fax durch die Gegend laufen. Die lachen über uns. Ich habe es doch gehört aus dem Umfeld von Mafia Farid. Diese Verbrecher lachen über Deutschland, weil es Mafia Deutschland ist. Es ist eine Schande mit diesem Mafia-Fax. Es ist eine Schande mit Mafia-Fax. Darf ich mal was sagen, Herr Trump? Bitte. Ich mache mir das ausdrücklich nicht zu eigen. Ja, wie Sie möchten.
Ich würde Ihnen raten, es sich zu eigen zu machen, weil wir werden gewinnen. Wir werden die Mafia-Fax so krass kastrieren. Die werden so zu 100% kastriert, weil kein Mensch mehr Bock hat auf die Mafia. Kein Mensch hat mehr Bock auf diese Unmenschen. Die Unmenschen müssen bestraft werden mit maximaler Härte. So ist das halt. Okay. Kann sich ja jeder überlegen, ob er von irgendeinem Unmensch betrogen werden möchte. Ja. Ob er von irgendeinem Unmensch in den Weltkrieg geschickt werden möchte. Ob er von irgendeinem Unmensch vergewaltigt werden möchte. Ich sage nie wieder Unmenschen. Wir machen die Maximalstrafe für die Unmenschen. Dann kommen die nie wieder raus aus diesen Folterkerkern, die wir haben werden für sie. Wir werden sie richtig hart foltern die ganze Zeit. Okay, das ist, was wir wollen. Wir wollen Gerechtigkeit. Das sind Menschenrechtsverletzungen. Das sind Unmenschen. Unmenschen haben kein Menschenrecht mehr. Nur Menschen haben Menschenrecht. Unmenschen haben kein Menschenrecht. Unmenschen sind Verbrecher. Unmenschen sind zu bestrafen. Jeder Mensch hat Menschenrechte. Das sind aber Ex-Menschen. Das sind Unmenschen. Verbrecher sind Unmenschen. Verbrecher haben keine Rechte. Doch. Nein, wir müssen die Mafia bekämpfen. Die Mafia wird sonst uns alle in den Dritten Weltkrieg schicken. Wir müssen die Mafia bekämpfen. Unmenschen sind Unmenschen. Unmenschen haben sich dafür entschieden, unehrlich sein zu wollen. Herzlichen Glückwunsch, dann gibt es keine Menschenrechte mehr. Nur Menschen haben Menschenrechte. Unmenschen haben keine Menschenrechte mehr, weil sie sich dafür freiwillig entschieden haben, unehrlich sein zu wollen. Okay. So ist das. Okay. Die Unmenschen müssen entfernt werden aus allen Machtpositionen. Im Bereich Mafia-Politik, im Bereich Mafia-Medien, im Bereich Mafia-Juristerei. Und im Bereich viertens Mafia-Religionen. Okay, das hat die nächste Zuschauerfrage. Hatten Sie schon mal ein Kontaktverbot gegen sich? Ja. Was war das für ein Von meiner Ex-Freundin Alexa. Die hat mich auf, glaube ich, 100 Meter oder so festgelegt, dass ich mich nicht mehr nähern durfte. Warum? Tja, weil die auch beim Geheimdienst ist und mit mir so ein Spielchen gespielt hat, dass ich hier also jahrelang gegen den Mafia-Inlandsgeheimdienst antreten muss. Und irgendwann ist das Spielchen vorbei, jetzt ist es bald vorbei. Dann kann ich wieder mit ihr zusammen sein. Was ist das für ein Spielchen? Das Spielchen ist, die Mafia dran zu kriegen. Aber was hat Ihre Ex-Freundin damit zu tun? Die ist beim Geheimdienst und die hat mich da eben so gesetupt, dass ich eben hier jahrelang den Kasper mache und eben die Mafia bekämpfe. Jetzt bin ich bald erfolgreich. Aber woher wissen Sie, dass Ihre Ex-Freundin bei der Mafia ist? Nee, die ist nicht bei der Mafia, die ist beim Geheimdienst. Beim Geheimdienst. Woher wissen Sie das? Die ist Juristin und ist intelligent, da ist sie beim Geheimdienst. Alle Juristen, die nicht bei der Mafia sind, sind beim Geheimdienst. Aber ist das nicht eine Unterstellung? Nee, das ist keine Unterstellung. Das ist doch eine Unterstellung, nein, eine Verallgemeinerung. Keine Unterstellung, nein. Wieso? Es gibt auch so viele Berufsbilder für Juristen, nicht nur der Geheimdienst. Juristen sind entweder Mafia oder Geheimdienst. Nein, das stimmt nicht. Es gibt ganz viele Juristen in allen möglichen. Juristen arbeiten in der Wirtschaft, Juristen arbeiten. Ja, die Wirtschaft ist ja mafiös leider, das ist ja das Problem. Arbeiten in der Verwaltung. Ja, die Verwaltung ist leider auch mafiös. Da müssen Sie mal ein bisschen WDR-Dokus gucken. Da ist ja so mittlerweile, dass die Steuern werden ja gar nicht mehr eingenommen. Die Mafia hat es geschafft, die ganze Steuergesetzgebung komplett selbst zu bestimmen. Das ist ja so, dass die ganzen Lobbyisten schreiben ihre eigenen Gesetze. Wann war das schreiben ihre eigenen Gesetze. Sie können es auch lassen. Sie können auch McKinsey anheuern als Parlament. Okay, dann kriegen sie dann immer schön, dass die Reichen noch reicher werden und die Armen immer schön arm bleiben, sogar noch weiter abrutschen. Hier sehen Sie mal Karl Marx. Das war ein großer Denker. Das war ein guter Deutscher. Wir haben ja seitdem nicht viele Intellektuelle gesehen. Wann war das denn mit dem Kontaktverbot? Das war so 2017 ging es los. Da bin ich jetzt 7 Jahre durchgegangen fast. Also 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 Jahre bin ich da jetzt ausgebildet worden. Was geht Ihnen da? Es lebe die soziale Revolution, es lebe der Frieden der Völker. Das ist doch mal ein gutes Ziel. Der Frieden der Völker. Weltfrieden. Das ist doch mal eine gute Idee, Weltfrieden zu haben. Das ist doch mal viel besser, als was unsere Mafia Annalena die ganze Zeit will. Noch mehr Waffen, noch mehr Krieg. So was Dummes. Tja, so. Ja, wo sie lang gehen. Gilt das immer noch, das Kontaktverbot? Nein, das gilt immer nur so ein paar Monate, glaube ich. Und wer hat das erlassen? Ein Gericht. Wissen Sie noch, welches Gericht? Nein, weiß ich nicht mehr. In Berlin, oder? Nein, in Berlin, ja. Und warum werden in der Common Good Society Sexpraktiken verboten? Nein, es werden keine Sexpraktiken verboten. Es wird nur einfach nur noch Liebessex effektiv geben, weil wir einfach jeden Menschen matchen mit einem passenden Liebesmenschen eben. Oder sogar mehreren Liebesmenschen, je nachdem, wie es eben aufgeht. Wir werden diesen Magic Love Algorithmus verwenden, um eben alle Menschen in Liebesbeziehungen zu bringen, also basierend auf der gleichen Nase. Und so finden eben alle die Liebe. Eine Russlanddeutsche, die in Tadschikistan geboren ist und zu mir auf die Schule kam und mit der ich dann 5 Jahre lang total in Liebe zusammen war. Ein Liebesmensch. Ein Liebesmensch, mein damaliger Liebesmensch. Heute passt es jetzt nicht mehr ganz so, aber damals war ich also sehr verliebt in sie. Und noch Kontakt zu ihr?
Nee, jetzt gerade nicht. Aber das wird sich schon wieder ergeben. Was sagen denn Ihre Pfleger zu Ihrem Motivationsklatschen? Die nehmen das so hin. Also das ist ja Teil der ADHS-Dynamik, dass man immer so ein bisschen rastlos ist, immer so ein bisschen innere Getriebenheit erlebt. Das nehmen die hin als normal. Als normal. Und gibt es denn sonst irgendwelche Therapien neben der Medikamentation? Welche Milligramm nehmen Sie im Moment? Ich bin jetzt umgestellt worden. Auf Risperidon. Risperidon, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, ich glaube, ich nehme morgens 2 Milligramm und abends nochmal 2 Milligramm. Also müsste jetzt 4 Milligramm täglich sein. Risperidon, 4 Milligramm. Und was noch? Metformin, das ist ein Hungerunterdrücker, und Elvanse Adult, 60 Milligramm. Und wie geht's Ihnen damit? Ja, sehr gut. Und gibt es auch Gesprächstherapien? Das wäre möglich, aber da ich ja keine Psychose habe, ist das für mich nicht nötig. Da sind Sie sich sicher, dass Sie keine Psychose haben? Ja, sicher. Also ich meine, die Mafia regiert ja in Deutschland. Das ist ja offensichtlich, das ist Mafia-Deutschland. Was sagen Ihre Pfleger dazu? Ja, dass ich eben so bin, wie ich bin. Ne? Das war jetzt übrigens der Bip-to-Bip-Walk. Oh ja, das ist ja gut. Bip-to-Bip. Ja, das ist doch super. Ja, gut. Das ist doch gut. Das ist doch super. Tja, haben Sie noch mehr Fragen von der Community? Nee, für heute nicht. Für heute nicht. Gut, okay. Wollen wir uns sonst bald wieder treffen? Ja, sehr gerne. Können Sie ja gerne machen. Machen wir das noch mit Rammstein? Ja, unbedingt. Ich habe Ihnen heute meinen Personalausweis geschickt. Ich dachte, ich hätte ihn schon geschickt. Ich brauchte den, weil die Community hat auch gefragt, wann wir in Rammstein sind. Ja. Aber ich muss natürlich erstmal den Pass schicken. Ne? Für die, den Perso meinen Sie? Ich habe jetzt nur den Perso geschickt. Security Clearance. Ja, ist ja in Ordnung. Das ist ja in Ordnung. Mal sehen, ob Sie mir Clearance geben, aber ich denke schon. Sie haben ja mit den USA nichts. Nee, ich bin ja pro USA. Ich bin ja Fanta-Trinker, McDonalds-Esser. Ja. Insofern bin ich ja pro. Da würde ich dann auch in Rammstein zu McDonalds einladen. Ja, oh, das wäre sehr lieb von Ihnen. Ich war schon lange jetzt nicht mehr bei McDonalds. Filiale auf der Rammstein-Base. Das ist cool, da bin ich pro McDonalds. Ja, also da würde ich Sie auf jeden Fall einladen. Dann frage ich auch nach einer Drehgenehmigung für McDonalds. Ja, das wäre schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und dann irgendwann holen wir das auch mal mit dem Watergate nach. Das holen wir nach. Ja, das ist nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Aber es würde sich jetzt mit Ihrer Medikamentation nicht so verzeihen. Das geht jetzt leider bei mir eben nicht. Das ist richtig. Aber ich denke, ich werde es so also in 5 Wochen oder so abgesetzt haben, denke ich. Ja. Also in 5 Wochen gehe ich davon aus, dass ich Bürgergeld bekomme und dass ich auch dann eine Wohnung habe. Und dann kann ich es absetzen. Okay, machen wir Watergate. Aber müssen Sie dann von der geschlossenen Psychiatrie die Erlaubnis einholen Rammstein? Ich gehe dann. Oder machen wir es mit Rammstein nach der Entlassung? Ich würde sagen, machen wir es doch in 5 Wochen. Nach der Entlassung? Machen wir es doch in 5 Wochen, weil ich kann eventuell nicht einfach so raus. Das ist das Problem, weil ich ja doch in der geschlossenen Psychiatrie bin. Da muss ich das ja immer anmelden. Die müssen zustimmen. Das ist ja auch eine längere Reise. Das ist eine längere Reise, da komme ich nicht so leicht raus. Deswegen machen wir doch Rammstein in 5 Wochen. Okay, Rammstein in 5 Wochen. Okay. Das klingt gut. Tchau.